Und nach diesem kurzen Intro heiße ich euch recht herzlich willkommen zur Vorstellung der DBR 06X12 Zündanlage. Ja, die Anlage wurde mir freundlicherweise vom Stefan Stotz zur Verfügung gestellt, dass ich hier einen Test machen kann und diese euch ein bisschen genauer vorstellen kann, weil diese Anlage meiner Meinung nach wirklich das beste Einsteigermodell darstellt. Darauf werde ich jetzt auch noch genauer eingehen, wieso, weshalb ich dieser Meinung bin. Zuallererst zeige ich euch jetzt mal, wie sieht die Anlage überhaupt aus, was kann sie alles und wieso bin ich eigentlich der Annahme, dass diese die beste Einsteigerzündanlage auf dem Markt ist. Ja, verpackt ist sie relativ unscheinbar in diesem Karton hier. Einfach nur ein Pappkarton mit ein paar Angaben drauf. Package, wie gesagt, einmal die Anlage an sich mit Antenne und einmal eine 12-Kanal-Fernbedienung. Ja, das ist alles. Wir machen das Gerät mal auf. Es ist auch gar nicht weiter hier großartig verpackt. Kein Firlefanz, sondern einfach die Anlage und die Fernbedienung. Ich hole das Ganze mal raus. So, und dann haben wir hier schon die beiden Geräte. Zum einen natürlich die Fernbedienung. Die hat einfach ihre 12 Kanäle, hat zusätzlich noch die Stepper-Funktion, wo hier Sequenz steht, und die Firewall-Funktion. Hat natürlich eine Antenne, die man ausziehen kann. Und betrieben wird das Ganze mit so einer 9-Volt-Batterie. Davon kommt eine in die Fernbedienung und zwei Stück in die Zündanlage. Ich habe die Batterie jetzt mal eingelegt. Achtet darauf bitte immer, dass ihr die Polung richtig habt, also Plus und Minus, dass das Ganze funktioniert. Machen wir den Deckel hier drauf. Ganz klar haben diese 9-Volt-Batterien auch einfach den Vorteil, dass sie mehr Zündspannung bieten als jetzt zum Beispiel die klassischen AAA, die man in die Zündanlagen zum Teil auch stecken kann. Hier gibt es einen kleinen Ein- und Ausschalter. Dann seht ihr, die Fernbedienung leuchtet und funktioniert. Es ist gut, dass man die ausschalten kann, dass die nicht irgendwie passiv Strom verbraucht. Das kenne ich auch von günstigeren Zündanlagenmodellen, dass man da die Fernbedienung gar nicht ausschalten konnte. So, ja, jetzt zum Zündmodul an sich. Das ist relativ klein und kompakt aufgebaut, was ich sehr gut finde, weil es einfach handlich ist und mal schnell irgendwo mitgenommen werden kann. Hat aber so erstmal keinen zusätzlichen Schutz, also keinen Schutz für irgendwelchen Ruß oder sowas drauffallen kann oder vor starkem Regen. Da müsste man sich wahrscheinlich dann irgendwas bauen oder entsprechenden Case beim Stefan mit im Shop bestellen. Das ist somit das einzige Manko erstmal, was ich da zur Verpackung bzw. zum Zubehör nennen kann. Die Verarbeitung an sich finde ich sehr wertig, also da kann ich nichts aussetzen, die Kanten sind alle gut geschliffen, das ist alles glatt, da wackelt nichts, da ist keine Luft zwischendrin, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Betrieben wird sie, wie gesagt, mit 2x9 Volt, die habe ich ja schon eingelegt, so sieht das dann aus. Könnt ihr euch gerne auch im Shop mitbestellen oder ihr kauft euch die irgendwo im Baumarkt. Hier hinten gibt es einen Ein- und Ausschalter, den werden wir mal betätigen und schwuppdiwupp seht ihr, das Gerät geht an. Und so sieht es dann auch aus, wenn es an ist. Ihr habt hier verschiedene Knöpfe und Angaben darauf. Darauf werde ich jetzt auch mal genauer eingehen und euch sagen, was machen diese überhaupt. Ja, auf der Homepage vom Stefan findet ihr auch eine super tolle Bedienungsanleitung in Deutsch, also die ist sehr, sehr übersichtlich gestaltet, die ist sehr verständlich und dort wird eigentlich alles einem genau erklärt, was wie wo zu beachten ist, was es für Möglichkeiten gibt, und ich blende euch die hier mal ein, könnt ihr einfach mal mitschauen und verlinke die definitiv in der Infobox, dass ihr das euch einfach in Ruhe durchlesen könnt. Wir fangen mal an. Also, wie gesagt, auf der Rückseite ist der Ein- und Ausschalter, das habe ich schon gesagt. Hier habt ihr die Zahlen 1 bis 12, das sind eure entsprechenden Kanäle, die euch zur Verfügung stehen, die ihr ja da einfach nutzen könnt für eure Zünder. Unter der Taste Mode kann man natürlich die verschiedenen Modi der Zündanlage einstellen. Also F1 ist in dem Fall die Stepper-Sequenz, die ich jetzt betätigen könnte. Aktuell habe ich die hier mal eingestellt mit einer Sekunde, also 0,1.0 ist eine Sekunde Stepper-Abstand, das bedeutet, jeder Kanal wird mit Abstand von einer Sekunde durchgehend gezündet. Werde ich euch dann nochmal demonstrieren. Gehen wir mal weiter
So, jetzt seht ihr, die leuchtet ein bisschen auf, da reagiert sie, kann ich weitergehen. F2 ist jetzt zum Beispiel hier oben auch mit aufgeleuchtet. F2 ist jetzt die Möglichkeit, die Anlage komplett durchzuprogrammieren. Das ist einfach eine sehr, sehr geile Funktion für diese Preisklasse. Werden wir auch mal noch in Ruhe machen. So viel erstmal dazu. Wir gehen weiter. F4 ist Fire All. Also wenn ich diesen Modus aktiviert habe, werden alle Kanäle gleichzeitig gezündet. Das kann ich dann auch hier auf der Fernbedienung tun. Und zwar gibt es dann hier diesen All-Button. Den drücke ich einfach und alles geht zeitgleich hoch, wenn jetzt natürlich die Fernbedienung an wäre. Ja, des Weiteren haben wir hier diese F8-Funktion. Das finde ich sehr, sehr geil, dass die Zündanlage das hat. Das haben meist nur wirklich teure Modelle. Und zwar zeigt er an, wie viel Spannung die Batterien noch haben. Also wie viel Saft und Power haben die noch. Aktuell haben wir 9,3 Volt, wunderbar. Damit kann man gut arbeiten, sind ja auch frische Batterien drin, aber da wisst ihr ungefähr, okay, wenn da irgendwie der Wert unter 7 fällt, dann solltet ihr wahrscheinlich mal wechseln, weil dann ist nicht mehr die komplette Zündsicherheit gegeben. Und dann haben wir noch diesen Modus F9, der ist dazu da, zum Beispiel verschiedene Fernbedienungen noch anzulernen, wenn ihr jetzt ein neues Gerät zum Beispiel habt. Die Stepper-Funktion. Die Stepper-Funktion sagt einfach aus, dass wir alle Zündkreise und beziehungsweise alle Zünder dann mit einem gleichen festen Zeitabstand nacheinander zünden. Das bedeutet, wir können hier zum Beispiel gut Single-Shots timen. Also wir sagen einfach zum Beispiel der Anlage im Modus F1, können wir jetzt hier auf die Shift-Taste gehen, leuchtet auf und können hier halt, jetzt blinkt es, jetzt können wir hier einstellen, die Zeit, was wollen wir, zum Beispiel ab, jetzt gehe ich nochmal hoch auf 2 Sekunden, drücke hier OK und dann hätten wir jetzt 2 Sekunden Stepper eingestellt. Das bedeutet, diese Zündkreise gehen mit einem Abstand von 2 Sekunden jetzt los und laufen dann bis zum Ende durch. Ich kann euch das mal zeigen, ich mache mal kurz die Fernbedienung an und gehe jetzt hier unten, ja, das ist gerade nicht so scharf, auf Sequenz und dann seht ihr, die laufen jetzt alle 2 Sekunden durch, blinken auf und so geht das Ganze jetzt einfach bis zu 12 hinter und da könnt ihr perfekt einfach Sachen steppen in einem unterschiedlichen Zeitabstand. Wirklich beachtlich finde ich auch die Stepper-Intervalle, also die Zeiten, die man hier nutzen kann. Also ihr könnt hier von 0,01 Sekunden, also eine hundertste Sekunde, bis zu 99,99 Sekunden, also gut anderthalb Minuten verzögert, könnt ihr hier die Sachen timen. Und das finde ich wirklich schon mal stark von der Leistung her. Da können manche teurere Geräte nicht diese Zeiten einhalten. Das ist schon mal ein sehr, sehr geiler Punkt, wie ich finde. Ja, essentiell ist natürlich auch, dass die Anlage einem zeigt, gibt es überhaupt Durchgang? Also ist der angeklemmte Zünder überhaupt zündbereit? Und das macht die Anlage natürlich auch. Ich werde jetzt einfach mal hier einen Zünder nehmen und den anklemmen und euch dann zeigen, wie man das Ganze sieht. Interessant finde ich auch, dass man hier nicht die klassischen Klemmen hat, wo man drauf drückt, sondern diese hier löst man ganz bequem, führt dann seinen Zünder ein und klemmt sie wieder zusammen. Das finde ich mal echt eine gute Variante. Hier können wir jetzt einfach den Zünder einstecken. So, der ist drinne. Und jetzt sehen wir hier, oh, es leuchtet ein grünes Lämpchen. Und jetzt sieht man hier mit der grünen Lampe, okay, der Zünder hat Durchgang, der funktioniert auch. Finde ich sehr gut, also auch diese Möglichkeit, wie man die Zünder hier anklemmen kann. Es funktioniert tadellos. Wie gesagt, mit grün sieht man den Durchgang. Wenn das hier grau ist, dann wisst ihr, okay, irgendwas funktioniert hier nicht. Entweder nochmal das Kabel überprüfen, ob es richtig in der Klemme sitzt. Oder gucken, ob man wirklich den Zünder austauschen muss. Ja, also das erstmal so vom Grundsatz finde ich das schon sehr gut, wie man das ja machen kann. Ich kann jetzt natürlich nicht den Zünder hier losgehen lassen,
Aber das machen wir definitiv in einem zweiten Teil. Dann testen wir die Anlage mal scharf, wie sie steppen kann, wie man Sachen vorher einstellt und wie das eben auch so alles funktioniert und auch wie viele Zünder man denn in Reihe schalten kann. Also ich würde pauschal sagen, 5 sollten kein Problem sein. Und ich denke, man macht selten mehr Zünder auf einen Kanal als 5 Stück. Also ist zumindest so mein Erfahrungswert. Gehen wir hier mal weiter auf Mode wieder, drücken mal F2 und dann springt er automatisch auf die 1. Und wir haben jetzt die Möglichkeit hier auf Kanal Nummer 1 einzustellen, wann, wie soll der zünden. Jetzt gehe ich hier auf Shift, habe Kanal 1, den lasse ich ausgewählt, gehe weiter. Das würde, wenn ich jetzt hier hochgehe, wären es 10 Sekunden. Der nächste Punkt wäre 1 Sekunde. So gehen wir jetzt mal hoch, ab. 1 Sekunde, gehen wir auf Kanal 2, sagen bei Kanal 2, soll nach 3 Sekunden zünden. Gehen hier weiter, Kanal Nummer 3, Kanal Nummer 3 soll nach 10 Sekunden zünden. Und so weiter und so fort, so könnten wir jetzt die Anlage hier durchprogrammieren. Wir machen jetzt nochmal eine neue Einstellung hier und ich zeige euch das nochmal. Also, mit Shift. Kommen wir jetzt hier auf Kanal 1, haben 1 Sekunde, das lassen wir so. Kanal 2 haben wir aktuell 3 Sekunden. Gehen wir mal noch eine hoch, machen wir 4. Auf Kanal, nee, das wollen wir nicht. Wir gehen hier mal weiter. So. Mal 7 Sekunden. Okay, und hier können wir die 11 lassen. So, Kanal 5 werden wir gar nicht brauchen. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal und lassen nebenbei die Stoppuhr laufen. So, jetzt machen wir nochmal den Test. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie die Anlage dann so durchläuft, wie da einfach die Zeitabstände sind. So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein kleines Verständnis davon bekommen, also wie man die Anlage programmieren kann, dass sie eben auch die verschiedenen Kanäle durchläuft. Die einzige Möglichkeit, die nicht besteht, ist das Ganze zum Beispiel am Computer als feste Show zu programmieren. Also das klappt nicht. Da muss man halt wirklich den Schritt gehen und das Ganze händisch tun. Aber dafür ist es eben halt auch keine Profi-Anlage, die sonst wie viele Kanäle auch zur Verfügung stellt. Und von daher finde ich das auch kein Problem. Ich will euch jetzt nochmal den letzten Modus zeigen, den wir hier zur Verfügung haben. Und zwar der F4 Fire-All-Kanal. Da hat man zweierlei Möglichkeiten. Also entweder man sagt, man zündet hier alle Kanäle auf einmal, weil man zum Beispiel hier ein Schlussbild oder sonst was angeklemmt hat. Oder man nimmt die Anlage als Zwischenmodul und schaltet die zwischen weitere Zündanlagen. Dafür gibt es nämlich auch diese hier In- und Out-Klemmen. Da muss ich mal ein Stück rauszoomen, dass man die besser sieht. Und zwar diese In- und Out. Und das gibt einem die Möglichkeit hier, die Anlage als Zwischenmodul zwischenzuschalten. Also zum Beispiel als Stepper. Oder wenn man sagt, okay, man hat in seinem Feuerwerk eine Sequenz, wo alles auf Schlag kommt, eben im Finale oder zwischendrin mal irgendwas, dann kann man diese Anlage auch ganz, ganz bequem dazwischen schalten und einfach sagen, okay, lass das durchlaufen, mach Fire All, hab dann zum Beispiel hier wieder auf meiner Tastatur links diese All-Taste, drücke die und alle Lampen leuchten auf. Also ich hoffe, man sieht das durch das Licht, ist ein bisschen hell. Ich mach's nochmal, dass man hier mal sieht, bei All alle Lampen glühen und ja, alle Zünder bzw. alle Zündkreise und alle pyrotechnischen Gegenstände, die angeklemmt sind, gehen auf einmal hoch. Ja, das im Großen und Ganzen. Wenn ich jetzt hier mal weitergehe, können wir gucken, okay, 9 Volt haben wir jetzt an Batterieleistung. Wir haben tatsächlich schon ein bisschen was verbraucht, aber überhaupt kein Thema. Das ist noch genug. Das soll es grundsätzlich erstmal zu den Funktionen und der Anlage an sich sein.
wie die so geschaffen ist. Und jetzt möchte ich euch nochmal ein Feedback dazu geben und euch sagen, warum ist diese Anlage in meinen Augen absolut einsteigerfreundlich und vor allem die Empfehlung, wenn ihr euch aufs Thema Zündanlage stürzen wollt. Nummer 1, natürlich der Preis. Die komplette Anlage kostet 119 Euro. Das ist wirklich ein klasse Preis, den ihr habt. Natürlich, es sind nur in Anführungsstrichen 12 Kanäle, aber die Funktionen, die euch hier geboten werden bei der Anlage, die bietet sonst keiner auf dem Markt. Also die nächste Anlage, die mir jetzt spontan im Kopf einfällt, die auch programmierbar ist und einen Stepper hat und dafür aber 32 Kanäle bietet, die kostet knapp 400 Euro. Und wenn er sagt, okay, ich will mich an das Thema rantasten, ich will jetzt aber nicht das allergünstigste Kanalmodell, was zum Beispiel nur einen Kanal hat oder vier Kanäle hat, nehmen, weil es bringt einem relativ wenig, ne? Wenn ihr euch jetzt auf das Thema einlasst und merkt, okay, ihr findet das cool, ihr wollt mal Feuerwerke machen, kleine Feuerwerke zum Geburtstag, Jugendweihe, was weiß ich, dann stoßt ihr ganz schnell an eure Grenzen mit 4 bis 6 Kanälen. Von daher ist das Gerät wirklich top. Also 120 Euro, ihr habt eine Stepper-Funktion, was total geil ist. Ihr könnt eine Show komplett durchprogrammieren. Also ihr könnt die einfach in der Anlage einstellen. Wenn ihr da keine Lust zu habt, dann könnt ihr immer noch ganz bequem Knöpfchen drücken. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das funktioniert auch. Ihr könnt alles händisch auslösen. Also auch das händische Auslösen ist überhaupt kein Problem für die Anlage. Ihr habt eine Fire-All-Funktion. Die haben auch nicht alle. Und von daher kann ich das Gerät absolut empfehlen. Es ist sauhandlich, es ist saupraktisch mitzunehmen, einzupacken. Wie gesagt, das einzige kleine Manko ist vielleicht, dass man keinen Koffer oder kein Zubehör hat, aber das kann man sich ja entweder kaufen oder ganz einfach selber basteln. Und im nächsten Teil dieser Videoreihe möchte ich euch gerne mal natürlich die Anlage in Action zeigen und euch mal die Funktionen vorstellen. Anfangen werde ich da sicherlich mit der Step-Funktion und dann mal gucken, wie ich es umgesetzt bekomme, dass ich euch vielleicht auch noch ein kleines Feuerwerk präsentieren kann, wo ich einfach die Anlage automatisch mal vorprogrammiere und dann eine kleine Show durchlaufen lasse. Ja, und wenn ihr jetzt schon neugierig geworden seid, den Kauflink und die Bedienungsanleitung packe ich euch natürlich alles in die Beschreibung. Schon mal vielen Dank an den Stefan, dass ich das Ganze testen darf. Es ist auch wirklich nur zum Testen, also ich habe die Anlage jetzt nicht geschenkt bekommen, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Im nächsten Teil werde ich mal versuchen, das Ganze, die Step-Out-Funktion zu nutzen und hoffentlich, wenn es klappt, auch mal eine kleine Feuerwerksshow einzuprogrammieren und euch zu zeigen, wie das so klappt. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.